Meine lieben Freunde der lange überfälligen und totgeglaubten Verschwundenen in der Gosse krepierten und wieder von den Toten auferstandenen Unterhaltung. Vincent, mein Name, Willi. Alter! Oh, Junge. Wie ich es vermisst habe, diese Hand zu schütteln. Ja, wir haben schon diese schwitzige Pfoten hier einfach. Was geht, Digga? Ja, nicht viel. Ich hatte gedacht, wir machen mal wieder ein Video zusammen, oder? Weil die Leute ja auch fragen. Wer waren wir nochmal? Ja, keine Ahnung, Namen vergessen. Ja. Nein, wir haben überlegt, wir machen mal jetzt so ein ganz entspanntes kleines Update-Video von unserer Seite aus. Ich meine, ihr habt ja alle Augen im Kopf und auch Ohren. Und deswegen habt ihr ja auch gesehen, dass der gute Vincent in letzter Zeit ein bisschen mehr allein unterwegs ist. Was aber auch voll gut ist, weil das ist was ich persönlich auch sehr, sehr schön finde, weil er sich einfach so gut entwickelt und so stark. Und das ist eine ganz besondere Angelegenheit für mich. Nein, es haben ja hier und da, habe ich gesehen, ich verfolge da auch mal ein bisschen die Kommentare und ein, zwei Leute haben ja auch geschrieben, Gott sei Dank, was ist eigentlich mit Willi? sonst wäre es schon irgendwie traurig gewesen. Und dann gab es so einen Kommentar, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, von wegen, ja, die haben sich gestritten. Wir haben gekämpft auch, die Wunden sind aber verheilt mittlerweile. Genau, wir wollten nur kurz darauf eingehen und zwar ist alles wunderbar zwischen uns. Wir haben beide einfach nur extrem viel zu tun, in verschiedene Richtungen. Vince fokussiert sich gerade sehr auf den YouTube-Kram, den er macht, wo er einfach gut drin ist und ich brauche mich ja nicht irgendwie in seine Videos reinzusetzen und so zu tun, als ob ich eine Rage-Review mitmachen kann, weil ich kann das einfach nicht. Dafür ist der Gute prädestiniert dafür, über Gott und die Welt zu reden und verschiedene Themen. Und ich habe natürlich auch einige Baustellen am Start, wie zum Beispiel, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe ja eine Wohnung am Start und die wird gerade noch geplant und da gab es einfach auch so ein paar Komplikationen in den letzten Monaten, was mich dazu geführt hat, dass ich sowieso relativ wenig Zeit für andere Dinge hatte. Plus, ich habe natürlich auch immer noch den Job als Content Creator inne und eine Agentur, wo wir auch hier sitzen, das wisst ihr ja auch, wo ich hier und da sein muss und zwei, drei andere Projekte am Laufen. Aber um das Ganze mal abzurunden, zwischen uns ist alles gut und wir lieben uns genauso wie davor auch. Aber wir werden natürlich auch irgendwie ein bisschen älter und erwachsener und Interessenfelder, gerade was so den Videokram angeht, können sich ja dann auch mal separieren. Und wir haben ja gemerkt, diese ganzen Rage-Reviews und diese Talking-Top-Points, die du hast, wo du einfach teilweise auch mehr zu erzählen hast, funktionieren halt einfach auch als Standalone besser und machen vielleicht auf einem Fashion-Kanal, wie wir ihn hier haben, oder Lifestyle-Kanal vielleicht nicht so krass sind. Und deswegen war das auch das Ziel, schon lange bevor das jetzt der Kanal online gekommen ist, dass man da auch irgendwie sagt, Vince macht dann irgendwann mal seinen eigenen Kram, was auch schön ist. Wir aber uns dazu auch entschlossen haben zu sagen, wenn es die Zeit zulässt, was sie ab und zu tut, dann werden wir uns hier vor die Kamera setzen und immer mal wieder so ein bisschen kleines Live-Update geben von uns gemeinsam, was wir gerade machen, was wir gerade planen. Gibt ja auch immer noch eine Fashion-Brand, da sagt Vince gleich sicherlich nochmal was dazu. Und ja, das sind so meine Points, die ich einfach kurz loswerden wollte an dieser Stelle. Ja. Deswegen, Thema Prozess. Auch da ist es natürlich ein bisschen still geworden. Es ist nach wie vor so, dass die Brand da ist. Wir sind sehr stolz drauf. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was da jetzt gerade so Status Quo ist. Ach, viele Dinge habe ich zu sagen. Ich glaube, ich würde gerne nochmal ein oder anderthalb Schritte zurückgehen, okay. Weil wir uns ja auch, man mag es kaum glauben, aber wenn die Kamera aus ist, unterhalten. Wir sitzen ja hier auch gegenüber und ich habe das Gefühl, dass so in den letzten Monaten auch emotional relativ viel so passiert ist. Also ich glaube, mit Prozess war nochmal so der letzte Schritt irgendwie dieses ganze Fashion-Ding für uns, da nochmal so das i-Tüpfelchen draufzusetzen und zu sagen, geil, wir haben jetzt auch unsere eigene Marke. Und davor gab es ja ein paar Leute, die schon auch so Kommentare geschrieben haben, ja, hoffentlich vernachlässigt ihr YouTube dann nicht und macht irgendwie nur noch Klamottenkram und so. Das ist tatsächlich nicht so passiert, aber ich weiß nicht, wie sehr du da jetzt drüber reden willst, aber ich habe das Gefühl, bei dir ist ja auch mental einfach in den letzten Monaten extrem viel passiert, was so auch Umstrukturierung und deinen allgemeinen Lebensweg irgendwie auch angeht und auch so Lebenspläne. Da gehört die Wohnung natürlich mit dazu, weil das ja irgendwie so dieses Sicherheitsding ist und endlich mal in ein Eigenheim ziehen. Da gab es ja mehr als genug Abfuck, aber auch so auf Jobseite. Ich weiß nicht, ob du da noch mal so ein bisschen erzählen willst. Ja, ihr wisst ja, ich bin Content Creator hauptberuflich und das ist nun mal ein Job, der wo man damit verdient, Geld mit Werbung zu machen, so rum. Aber auch ich bin jetzt irgendwie an einem Punkt mit 33 Jahren, dass ich schon lange dabei bin in dieser Branche und viel gesehen habe, viel kommen sehen habe und auch viel gehen sehen habe. Es macht mir nach wie vor Spaß, aber es ist schon so, dass Standpunkt jetzt
ein Umdenken irgendwie die letzten Monate in mir stattgefunden hat. Ich entwickle mich weiter, ich habe Bock, neue Dinge auszuprobieren. Und wir reden hier über eine unfassbar privilegierte Situation, weil die Ausgangssituation ist, ich kann machen, was ich will. Ich kann morgens aufstehen, wann ich will. Ich kann abends ins Bett gehen, was ich will. Ich muss niemanden Rechenschaft ablegen. Mir läuft nicht bei mir rein! Aber vielleicht ist es genau das, was mir auch nicht mehr so gut reingeht. Und ich will einfach wieder mich selber ein bisschen mehr fordern und nicht jeden Tag stumpf in Anführungszeichen auf die Straße gehen und Fotos und Videos von mir machen lassen. Es ist unfassbar schön, das zu machen, aber natürlich habe ich auch irgendwann mal in meinem Leben mal andere Ziele gehabt, die ich verfolgen will. Und die Basis dafür habe ich mir halt eben aufgebaut mit dem, was ich die letzten Jahre gemacht habe und die Freundschaften und die Beziehungen, die ich geknüpft habe dadurch, dass wir eine Fashion-Brand zusammen machen können. Aber auch das Thema Fashion ist irgendwann an einem Punkt, wo man sagen kann, so okay, wir sind da drinne, wir haben Ahnung davon, wir haben Bock darauf, irgendwie was zu machen in dem Thema, aber wir haben natürlich auch andere Interessenfelder. Es stehen ein, zwei Projekte jetzt langfristig an. Bei mir selbst ist es halt auch einfach so, dass ich ja ein bisschen mehr hinterfrage, was meine Rolle in diesem ganzen Game eigentlich so ist. Habe ich noch eine Relevanz? Ich habe mir irgendwie über Jahre eine Reichweite aufgebaut, die vor einem Jahr gefühlt komplett von heute auf morgen eingebrochen ist. Und da stelle ich mir dann auch die Frage, okay, macht es dann jetzt überhaupt noch Sinn, aus wirtschaftlicher Sicht das weiterzumachen? Man merkt natürlich auch, Kunden sehen das. Es geht halt einfach um Performance und dementsprechend kommen weniger Kunden auf einen zu und so weiter und so fort. Mir geht es am Ende des Tages immer noch darum, dass es mir Spaß macht. Und solange es mir noch Spaß macht, mache ich das auch weiter. Will aber damit eigentlich letztendlich sagen, dass ich auch Bock habe, neue Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, bei Vincent ist es genauso, dass wir deswegen dann einfach auch so ein bisschen auf uns selbst schauen, was tut uns gut. Auf was haben wir jetzt Bock noch und wie soll es weitergehen? Und genau deswegen ist es jetzt vielleicht so, dass wir gerade jeder für sich unsere eigenen Sachen ein bisschen mehr in den Fokus stellen und weniger unsere gemeinsamen Projekte. Ihr seht aber natürlich auch nur das, was ihr halt im Internet seht. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Wir sind unabhängig von Kameras und Fotos natürlich sehr, sehr gute Freunde und das sind wir auch nach wie vor und das bleiben wir auch. Wir unterstützen uns gegenseitig. Vince ist für mich da, vor allem verbal. Ich bin für Vince da, gerade was dieses ganze Thema angeht, das ganze Backoffice-Zeug und so. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn man bedenkt, wo wir angefangen haben. Mhm. Vor 4, 5 Jahren, whatever. 3 ungefähr. Ja, oder so. Sagen wir 3, 4 Jahre. Ja. Wo wir zusammen in der WG im Wohnzimmer saßen und das erste Video gemacht haben, zusammen, wo das jetzt hingeführt hat. Ich meine, guckt euch das an, ich muss euch nicht sagen, was der Dude macht, wie krass der wächst, wie erfolgreich der ist. Man kann diese Lobeshymne auch mal aussprechen. Und das ist auch irgendwas, worauf ich dann halt, ich hasse dieses Wort sehr, nimmt es mir nicht übel, aber es ist halt schon was, auf was ich stolz bin, auch in einer gewissen Form. Natürlich auch ein bisschen wehleidig und so ehrlich muss ich auch sein. Es ist natürlich schon krass zu sehen, wenn dann jemand aus meinem nahen Umfeld, der irgendwie, der mir nahesteht und wo mir wichtig ist, dass er irgendwie sein Ding macht, dann halt so erfolgreich ist. Ich gönne das natürlich Vince von Herzen, versteht mich nicht falsch, aber es ist natürlich schon so, dass man dann auch denkt, ja krass, warum funktioniert es bei einem selber nicht? Und dann merke ich aber auch schnell, ey, ich habe für meinen Case alles rausgeholt bisher, was ich rausholen konnte und ich bin dankbar dafür und ich bin blessed, so leben zu können, wie ich lebe. Und so blöd gesagt, gebe ich dann den Staffelstab auch einfach von Herzen gern weiter. Voll, und ich glaube, das war auch eine ganz gute Einleitung, um auch nochmal bei mir da einzusteigen. Ja. Was Willi jetzt auch gerade gesagt hat, der Mann ist 33, also uns trennen ja dann doch noch irgendwie 5 Jahre Lebenserfahrung und Alter, die dazwischen liegen, und macht ja den Kram schon auch einfach wesentlich länger. Und du hast ja die Musterkarriere sozusagen schon hingelegt. Und es ist halt einfach so, dass wenn man jetzt nicht gerade ein absoluter Vollpsychopath ist, du ein Zeitfenster in deinem Leben hast, wo du den Hunger und auch Bock hast, so Sachen zu machen. Und bei mir ist es halt noch mit 28 verhältnismäßig weit offen, ja. Aber ich weiß halt auch, ey, ganz ehrlich, wenn ich 33, 35 bin und in dem Alter, dann ist mein Plan auf jeden Fall auch nicht, irgendwie Jokes im Internet zu reißen, sondern im Best Case hat man dann ein paar gute Jahre gehabt, hat diesen Job gehabt, hat irgendwie auch noch die Connection zu den Leuten, aber irgendwann ist es, glaube ich, auch einfach durch. Und deswegen war das auch nochmal so diese Initialzündung für mich zu sagen, komm, ich knall da jetzt nochmal rein, ich versuche jetzt nochmal das rauszuholen, was rauszuholen ist, einfach weil ich da Bock drauf habe und es ein Traum ist von mir. Aber wir werden sehen,
was die Zukunft da bringt. Und auch das hast du ja schon ein paar Mal gesagt, die gemeinsame Reise geht auf jeden Fall weiter. Genau. Vielleicht anfänglich hier erstmal mit unserem YouTube-Account. Wir haben auf jeden Fall Bock, hier noch weiterzumachen. Und ich glaube, wir haben auch beide noch Bock auf dieses Fashion-Thema. Ja, wäre jetzt auch komisch, irgendwie zu sagen, wir haben eine Brand gegründet und jetzt sind wir einfach mal raus und haben gar keinen Bock mehr. Sondern das beschäftigt uns ja beide auch immer noch. Ja. Und wir hauen uns täglich hier die Taschen voll über irgendwelche Schuhe, die angekommen sind. Gucken, was hier so abgeht, gucken, was da so abgeht. Also da wird auch in Zukunft definitiv wieder mehr kommen. Aber halt auch so ein bisschen mehr, glaube ich, auch wieder Einblicke einfach aus unserem Leben. Genau. Und was wir so an Erfahrungswerten gesammelt haben, weil es ja vielleicht auch ganz interessant ist, wir werden älter, die meisten von euch, die uns seit Tag 1 verfolgen, sind ja mittlerweile auch älter geworden. Schön. Und da kann man, glaube ich, ganz gut zusammen wachsen. Deswegen seht es uns nach, dass wir in letzter Zeit nicht so aktiv sind und wir können auch jetzt hier keine Versprechungen geben, von wegen ab jetzt hier wieder 3 Videos die Woche und es wird komplett durchgedreht, sondern es kommt halt, wie es fällt. Genau. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass es sich gut anfühlt. Und ich glaube, mehr gibt es auch gar nicht zu sagen, oder? Genau. Das ist der letzte Satz, ist der zählt. Also es muss halt einfach, es muss sich nicht anfühlen wie Zwang, sondern es soll einfach kommen, wie es kommt. Und wir hatten jetzt Bock, irgendwie das Video zu machen und euch darüber zu berichten und einfach ein Update zu geben. Jetzt seid ihr im Bilde. Freut euch auf das, was kommt, wenn es kommt. Wenn mal 3-4 Wochen am Stück nichts kommt, dann wisst ihr trotzdem, dass alles okay ist bei uns. Aber wir halt einfach praktisch auch unsere Baustellen im Leben haben, die wir bearbeiten müssen. Und trotzdem könnt ihr uns natürlich immer gerne Feedback geben. Wir sehen natürlich auch, der Kanal wächst. Vorrangig dank der Rage Reviews auf dem alten Kanal. Aber ihr seid da, ihr fragt nach. Und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl für uns. Und vor allem für mich in dem Fall, weil ich ja jetzt nicht proaktiv YouTube weitermache aktuell. Es gibt 1-2 Ideen, die wir noch im Kopf haben, was wir in Zukunft machen. Lasst euch da einfach überraschen. Go with the flow. Wir werden sehen, was passiert. Genau, in dem Sinne würde ich sagen, schließen wir den Topic jetzt auch. Wenn ihr gerne ein bisschen Liebe da lassen wollt, wie immer in die Kommentare, Instagram-Kanäle sind verlinkt. Ich von meiner Seite aus sage danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Video. Und genau. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.